Da kommt der Sakura. Einführung, Charakterauswahl-Info. Kampf mit dir auswählen. In dem ultimativen Abenteuer kannst du vor dem Kampf manchmal deine Spielcharakter auswählen, die du wählst. Du wählst sie unter den Charakteren in deinem aktuellen ausgewählten Team aus. Eingeschränkte Bilder. Eingeschränkte Benutzung. Im ultimativen Abenteuer dürfen Naruto und andere Charaktere hin und wieder bestimmte ultimative Jutsus oder Erwachen-Modi nicht benutzen. Vielmehr werden diese erst im Verlauf der Geschichte zugänglich. Hilfscharaktere verfügen über bestimmte Aktionsarten. Im Kampf mit einem Hilfscharakter kann ein Unterstützungseinsatz aktiviert werden. Du kannst dann die Aktion deines Hilfscharakters nutzen. Während eines Unterstützungseinsatzes gibt es drei Aktionsarten: Angriff, Blocken und ausgeglichene Aktionen. Zu jeder Art gehören jeweils eigene Hilfsaktionen. Beim Angriffstyp stehen Angriffe im Mittelpunkt. Im Unterstützungseinsatz übernimmt der Hilfscharakter Aktionen wie Angriff an deiner Seite oder das Ausführen eines Gegenstands gegen Feinde, die du bereits zurückgedrängt hast. Beim Blockentyp, ach komm, ja, komm. Jeder Charakter beginnt das Spiel mit einer eigenartigen Hilfsart. Wenn du spielst, kannst du allerdings neue Hilfsarten für die einzelnen Charaktere freischalten. Darf ich jetzt? Wir nehmen Sakura mal als Angriff. Ja. Sigi. Naruto versus Naruto. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Kampf beginnt. Los! Ich habe keine Ahnung, wie man sich überhaupt verteidigt. Einfach mal, ich meine genau gleich wie Sigi. Küssi. Komm her. Endlich. Keine Ahnung, wie man sich überhaupt verteidigt. Oh was, das ist jetzt aber ultimativ Flex! Mega Splash Attack! Also man kann sich echt kaum verteidigen. Alter! Eieiei, das ist ja schlecht. Hihi, ich bin der Stärkste überhaupt! Ein Kampf, gewinnen erreicht! Alter! Sojabohnen, mal zwei! Oh, wir haben nur B-Rang. Ja, das war auch richtig schlecht von mir. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist Chakra? Was ist ein Buchstaben-Nudelsuppe drin? Verdammte Buchstaben. So, jetzt habe ich es. Ein Witz versaut, ey. Toll. Puh. Ich hab gewonnen. Irgendwie. Wieso du? Was ist das für eine Puppe? Sie kam aus dem Ding da. Ich weiß es nicht. War das keine normale Puppe? So viel ist sicher. Nehmen wir sie mit. Wir sollten sie Großmutter zeigen oder sowas. Du hast eine alten, geheimnisvolle Puppe. Das ist eine Poképuppe. Sie sieht auf jeden Fall genauso aus wie du. Kein Wunder, dass man sie mit dir verwechselt hat. Mann, was soll das sein? Ein dummer Scherz von jemandem? Was soll ich nochmal tun und wo, wie genau? Seid uns eigentlich nur.
muss ich dann zurückgehen. Das Dorf hinter den Blättern. Also mir fehlt echt so eine Schnellreisefunktion, wenn man schon nicht durch da über die Dächer oder sowas laufen kann. Dann fehlt sowas echt schon mal. Echt schade. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das im dritten Teil ist. Hey, du bist. Hä? Wer bist du denn? Entschuldige, kannst du mir bitte mal zeigen, was du in deiner Hand hast? In meiner Hand? Die seltsame Puppe, die wir gerade mitgenommen haben? Ja, genau danach habe ich gesucht. Gehört sie dir? Dieses Ding hat mir eine Menge Ärger bereitet. Wirklich? Das tut mir leid. Also was ist das für ein Ding? Eine Puppe, die ein Freund hergestellt hat. Sie enthält ein Jutsu, das das Chakra aufsaugt und in menschliche Gestalt bringt. Menschliche Gestalt? Das ist ein beeindruckendes Jutsu. Ja, mein Freund nutzt dieses Jutsu, um Wesen zu erschaffen, die endlos arbeiten können. Allerdings erwies sich das letztendlich doch als ein Fehlschlag. Jetzt saugt sie einfach nur Chakra von Personen in ihrer Nähe auf. Man könnte sagen, dass diese Puppe verflucht ist. Ach, wirklich? Naja, sie scheint mir ja ein wenig Ärger bereitet zu haben. Ich werde dafür sorgen, dass sie zerstört wird. Also gut, dann werden wir den Rest jetzt dir überlassen. Du hast die geheimnisvolle Puppe übergeben. Ich werde mich darum kümmern. Na gut, damit ist diese Puppensache Geschichte. Gehen wir zurück zu dem Mann, der die Mission in Auftrag gegeben hat. Eine verblühte Puppe. Ja, schön. Hui, hui. Und da sind wir auch schon. Ah, ne, da nicht. Zum nächsten Screen. Screen. Oh. Du bist wieder da. Reagier nicht, doch nicht so übernervös, wenn du mich siehst. Wegen der Sache. Also, wir haben da alles abgeklärt. Du kannst dich also entspannen. Aber direkt vor mir steht. Ah, dieser Typ ist nur eine Kopie, die genauso aussieht wie das Original. Keine Sorge. Sakura? Kopie? Ich bin der echte. Ach ja? Also, kann ich problemlos nach so einer Sakura gehen, ja? Ja, du kannst jederzeit losziehen, um dich mit deiner Freundin zu treffen. Oh, das ist ja toll, danke. Also dann, ich werde sofort aufbrechen. Punkt. Gepunkelter Punkt. Das Danke, das er am Ende gesagt hat, das galt ja wohl nicht mir, oder? Und du hast mich eine Kopie genannt. Ich dachte, der Typ würde es eh nicht kapieren. Auch wenn wir es erklären. Hey, benimm dich wie ein Mann und vergiss euch gar nicht mehr einfach. Ich habe immer noch kein gutes Gefühl dabei. Wir wollen einfach 2 Berstpilze. Puh, ich denke, wir haben alle Missionen, die wir erledigen können. Das ist jetzt die Mission, die wir erledigen können. So, so zu Tsunade. So, dann schauen wir mal. Speak mit mir, Schlampe. Ma-chan, Nimmu zenbu yatte kita tte ba yo. Ah, yoku yatte kureta. なんだかんだで動き回ったな。次は何を? ははははは。腹がなっちまったってばよ。まあ、あれだけ動けばお腹も減るでしょ。それじゃあ、そろそろお楽しみのあそこに行こっかな。聞くまでもないけど、どうせ一楽でしょ。その通り。 久々に一楽のラーメンを腹いっぱい一旦どうする。ってわけで、さくらちゃんも一緒にどう。いや、悪いがさくらはここに残ってもらう。頼み事？だったら俺も手伝うけど。そうしてもらいたいのは山々だが。それはちょっと役に立てそうにねえな。ま、あんたは一楽に行って、思いっきりラーメンを楽しんできなさい。
Tja, dann haben wir die beste Mission ever. Wir spicken nochmal kurz mit der Tür. Mach, dass du hier rüberkommst. Das ist ja schon Ewigkeit her. Seit wann ist sie zu nett zu uns? Diese Mission ist einfach. Von jetzt an nehme ich dich ran wie ein Zugpferd. Hörst du? Mach dich auf was gefasst. Bitch. Dann wollen wir mal ein bisschen mal was spachteln, den ganzen Spannen, Phrasen. Oh, Ladebalken! Ich liebe Ladebalken! Ladebalken sind so toll! Da kann man sich genüsslich strecken. So. Harahetta. いつらこのラーメンを。お。シカマル。おいおいおい、ナルトじゃねえか。戻ってきてたのかよ。やっぱシカマルか。お前はあの時のチビか。 ってあれ、お前って私か、砂隠れの。蹴鞠だ。久しぶりだな、渦巻鳴門。おお、久しぶりだな。ってわけで、さっきまで演習を受けててさ。帰ってきて早々忙しいやつだな、お前は。ところで、 お前たちは何やってんだ。もしかして。冗談はよせ。なんでこんなやつと。私はただ次の中任試験の打ち合わせでこの葉に来ているだけだ。中任試験。そっか。中任試験か。懐かしいってばよ。いや、懐かしむのはいいけどよ。お前どうすんだよ、中任試験。え？なんで？ なんでって、俺らの同期で中任になってないのはお前だけだぜ。 Da sieht man direkt dieses Duh aus dem Gesicht. お前以外はみんな中任って言ってるだろ。ガーン。そんなまさか俺一人芸人だなんて。まったく。何か騒がしいと思ったらやっぱりお前だったか。え、イルカ先生。この 3年で お前も少しは成長したと思って。久しぶりだってばよ。イルカ先生も全然変わってね。やれやれ、落ち着きがないところは相変わらずだな。落ち着きないって、そりゃそうなるってばよ。だってマスターや、お前ベースコリーグ。俺だけ。まあまあ、とにかく落ち着け。話は一楽でゆっくり聞いてやるから。 ジライヤ様との修行終わったんだろ。だったら今日は修行終了祝いとして好きなだけラーメンをおごってやる。オーラッキー。俺ってば、ちょうど一楽に行こうとしてたんだってばよ。それじゃあ俺は先に行ってるからな。そっちの話が一段落したら一楽で合流だぞ。 イルカ先生とラーメンか。なんかすげえ嬉しいってばよ。 Tja, Kapitel 1: Die Rettung des Kasekage. Kasekage.com. Ramen, Ramen. Ach so, da.
近丸たちも行こうぜ。一緒におごってもらおうぜ。いや、俺らは仕事が残ってるからな。遠慮し。なんだ、仕事があんのか。だったら仕方ねえな。まあ、そのうち飯でも食おうぜ。そうだな。と、これは本格的に腹が減ってきた。早く一楽に行かねえと。俺たちの分まで楽しんでこいよ。あ、じゃな、しかまる、手まり、また今度な。So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt alles in die Kommentare wie eh und je. Und ja, bis später. Hoffentlich sehen wir uns online. Tschüssi.